Aus Pappe waren die Gegner aus Berlin am vergangenen Wochenende ganz sicher nicht. Dass man das hart umkämpfte und vor allem physisch anspruchsvolle Spiel gegen den Berliner AK dennoch für sich entscheiden konnte, sorgt heute neben dem Sonnenschein für freundliche Gesichter beim Energietraining im Eliaspark. Dass die Entscheidung am Samstag erst in der Nachspielzeit herbeigeführt wurde, wirkte auf Fans, Spieler und Trainer gleichermaßen euphorisierend. Dementsprechend versucht man diese Stimmung auch 3 Tage später noch zu konservieren. Ja gut, nach Siegen und sowieso, wenn man so einen Lucky Punch erzählt, wie am vergangenen Wochenende, dann sind natürlich alle überglücklich. Das haben wir uns heute nochmal angeguckt, wie dann die Emotionen hochgekocht sind von den Spielern auf den Rängen. Das ist natürlich ein schöner Moment. 4 Spiele in Folge ohne Niederlage und eine Torbilanz von 10:2. Solche Zahlen nähren natürlich die Aufstiegsträume eines jeden Cottbusers. Doch wie wird das Thema eigentlich intern behandelt? Ja, wir waren ja die einzige Mannschaft in der Regionalliga, die das dann auch öffentlich gesagt hat, dass wir gerne Erster werden wollen. Haben natürlich dann einen sehr schlechten Start hingelegt mit 2 Niederlagen. Dann haben wir gewonnen, unentschieden in Meusewitz, hatten wir uns auch anders vorgestellt. Dennoch ist jetzt die Tendenz so, wenn wir so spielen wie in den letzten beiden Spielen, sehr konzentriert, sehr geordnet, gut gegen den Ball, gute Positionierung mit dem Ball, dann ist das möglich. Dennoch wird das ein Ritt, wie ich immer sage, auf der Rasierklinge. Die Liga ist so unfassbar eng. Altklinik ist jetzt dazugekommen, Jena ist jetzt wieder dazugekommen, Lok Leipzig ist noch dabei, Erfurt sowieso. Und das sind natürlich 6, 7, Chemnitz nicht zu vergessen, das sind 7, 8 Mannschaften. Der von Wollitz letztgenannte Chemnitzer FC ist dabei auch gleichzeitig der nächste Gegner der Cottbusser am kommenden Freitag. Jene mussten sich zuletzt Erfurt geschlagen geben. Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen für die Partie also kaum sein. Trainer Wollitz erwartet dennoch alles andere als ein leichtes Spiel gegen enttäuschte Chemnitzer. Ja gut, wir haben auch schon mal verloren und waren auch sehr enttäuscht, haben dann trotzdem im nächsten Spiel, da waren wir dann erfolgreich. Es ist auch ein Spiel 50-50. Dennoch haben wir gezeigt, wenn wir gewisse Sachen erfüllen im Spiel, dass wir dann gut sind, dass wir dann auch erfolgreich sind. Am Freitag geht es darum, diesen Schwung aus diesen letzten beiden Heimspielen so mitzunehmen, dass wir erfolgreich sein können. Wir brauchen da natürlich eine Leistung, über 90 Minuten sehr konzentriert, sehr fokussiert und vor allen Dingen sehr diszipliniert. Das weiß man. Wenn Chemnitz wieder oben mit ran will, brauchen sie einen Dreier. Diesbezüglich sollte unsere Aufgabe sein, dieses Spiel so anzugehen, dass wir am Ende gewinnen können. Klar ist also, dass der FCE auch in Chemnitz auf Sieg spielen wird. Sorgen bereitet lediglich noch der Blick auf die Verletztenliste. Wir erfragten beim Trainer daher abschließend den aktuellen Stand. Sehr bescheiden. Nach wie vor Borgmann nicht da. Badu Probleme mit der Muskulatur von letzten Samstag. Thiele Probleme, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Älterer Spieler, halbes Jahr überhaupt nicht gespielt. Müssen wir gucken, ob wir das hinbekommen. Tobi Hasse Probleme mit seinem Knie. Also aktuell sind wir 12 Leute. Bis Freitag, also haben wir noch einiges in der medizinischen Abteilung zu tun, aber ich bin da optimistisch, dass zumindest der eine oder andere zurückkehrt, um dann so ausgewogen sich aufzustellen, dass man dann auch die Möglichkeiten hat, über 90 Minuten auch von der Bank dementsprechend einzuwirken, um am Ende gewinnen zu können.